going to Scarborough Fair. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Tell her to make me a cambric shirt, a deep forest green, parsley, sage, rosemary, and thyme, and snow-crested in Cervinia, Norditalien, Grenzort auf der Südseite des Schweizer Matterhornes. Exklusive Hotels locken die skibegeisterte High Society Italiens auf 2000 Meter Höhe. In diesem versnobten Kurort wird in wenigen Stunden die Viererbob-Weltmeisterschaft 1971 ausgetragen. 15 Mannschaften aus 10 Nationen haben sich einigermaßen unverletzt aus den sturzreichen Trainingsfahrten retten können. Die USA mit 10 verunglückten Fahrern müssen auf den Start verzichten. Spanien beklagt ein Todesopfer und hat sich vom Wettkampf zurückgezogen. Favoriten sind Italien, Deutschland, die Schweiz. Die Eisbahn, eine der schnellsten, aber auch gefährlichsten der Welt, erhält den letzten Schliff. Und im Fahrerlager wird der wichtigste Teil des Bobs, die Stahlkufen, von der kleinsten geschwindigkeitshemmenden Rille befreit. Hier die Mannschaft Schweiz 2. Steuermann René Stadler, 30-jährig Kaufmann aus Zürich. Größte Sorgfalt legt der kleine, eher zierliche Fahrer auf die Vorbereitung seiner Sprinterschuhe, die beim Start im Eis eine wichtige Rolle spielen. Max Forster ist der Veteran im Schweizer Bob. Er ist 36-jährig Inhaber eines keramischen Plattenlegergeschäftes, wiegt 94 Kilo und war früher Ringer. Erich Scherer, 24-jährig, jüngster im Team, ist kaufmännischer Angestellter. Er gilt als hervorragender Sprinter, wie auch sein älterer Bruder, der Polizist Peter Scherer, 27-jährig, der als Bremser zu hinterst im Bob sitzt und beim Start wichtigster Mann ist, da manche Hundertstelsekunde von seiner Kraft und Schnelligkeit beim Anstoßen abhängt. Die Schweizer haben mit ihren Vorbereitungen bereits im Sommer begonnen. Ihre freien Tage und Wochenenden waren ausgefüllt mit Waldläufen, Starttrainingskursen im Schnee auf 3000 Meter Höhe, Konditionstraining und Sprinterübungen. Dann, Ende November, wird im Engadiner Kurort St. Moritz mit dem Bau der einzigen Schweizer Bobbahn begonnen. Diese Bahn, die Geschwindigkeiten bis 140 Stundenkilometer ermöglicht, wird jeden Winter neu angelegt und abgesteckt, wenn auch immer auf dem gleichen Parcours. Es ist die älteste Eisrinne der Welt. 1903 wurden hier die ersten richtigen Bobrennen ausgetragen. 10 Jahre zuvor war der erste Bobschlitten in einer St. Moritzer Hufschmiede entstanden. Der Bau der 1610 Meter langen Piste dauert fast einen Monat. Während der zweimonatigen Öffnungszeit bis Mitte Februar sind 16 Mann ständig im Dienst, sodass jedes Jahr fast 200.000 Mark in die Bahn investiert werden. Zur ersten Wettkampfprobe der Schweizer Meisterschaft treffen sich die einheimischen Bobfahrer um die Jahreswende. Die Fahrzeuge, die dank ihrer Robustheit mehrere Rennjahre schadlos überstehen, werden meist auf Lastwagen transportiert. Vor den Rennen polieren die Fahrer die spiegelglatten Stahlkufen. Das Wärmen der Kufen ist nur durch manuelle Reibung gestattet. Künstliche Erwärmung zum Erreichen höherer Geschwindigkeiten wird mit Disqualifikation bestraft. Die spartanischen Sitze werden auf die Fahrer abgestimmt.
Bei Weltmeisterschaften ist Werbung auf Bob und Ausrüstung verboten, doch bei nationalen Rennen dürfen Reklamen die defizitären Budgets der Amateursportler aufpolieren. Vor und nach jedem Lauf werden Bob und Mannschaft gewogen. Das Gesamtgewicht darf 630 Kilo nicht überschreiten. Zur Ausrüstung der Fahrer gehören neben den mit Stiften versehenen Sprinterschuhen auch Ellenbogenschoner, die die harten Stöße und Schläge im Bob-Run dämpfen sollen. Lockerungsübungen wenige Minuten vor dem Start, um Nervosität, Spannung und Verkrampfung zu überwinden. Zum ersten Mal Schweizer Meister, der Staplervierer, für den damit eine schwere Zeit anbricht. Für die Teilnahme an ausländischen Wettkämpfen erhalten die Schweizer von ihrem Bobverband nur 50% der Reise- und Aufenthaltsspesen vergütet. Den Lohnausfall müssen die Amateursportler zudem auch noch selber tragen. Sie opfern ihre Ferien den Bobrennen und schränken ihr Berufsleben während der Wintermonate ein. Sie haben es wesentlich schwerer als ihre deutschen Sportkollegen, deren Verband nebst allen Spesen auch den Lohnausfall während der Wettkampfmonate vergütet, sodass die Fahrer mit keinen finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen haben und sich ganz auf die sportliche Vorbereitung konzentrieren können. Das hier ist Deutschland 1, Weltmeister 1969 und Vize-Weltmeister 1970. Steuermann Wolfgang Zimmerer, 30-jährig, Bäckermeister aus Ohlstadt. Peter Utzschneider, 24-jährig, Elektromaschinenbauer, ist Bremser und fährt zusammen mit Wolfgang Zimmerer auch erfolgreich im Zweierbob. Walter Steinbauer, 25-jährig, ist Fleischer von Beruf. Stefan Geisreiter, Heizungsmonteur, ist mit seinen 23 Jahren jüngster im Team. Die Mannschaft, die sich im Fußballclub Ohlstadt fit hält, wurde jeden Monat einmal in einem Trainingslager mit den anderen deutschen Mannschaften zusammengezogen. Von November bis März ist der Zimmerer-Vierer voll im Einsatz. Vorerst allerdings nur im Zweier im deutschen Bobzentrum Koenigssee. Koenigssee liegt im Berchtesgadener Land in den Bayerischen Alpen. Hier in dieser reizvollen Gegend entstand 1968 die erste Kunsteisbobbahn der Welt, die die Bobsportler endlich vom Wetter unabhängig machte. Ein Computer musste nicht weniger als 15.000 Zahlenwerte errechnen, bevor der Verlauf von Bahn und Kurven festlag. In der Betonbahn wurden in Abständen von 10 cm Kühlrohre eingelegt, die dafür sorgen, dass auch bei Wetterumschlag eine 5 cm dicke Eisschicht von November bis April erhalten bleibt. Die Bobstrecke ist 1000 Meter lang. Durch die 12 schnellen Kurven können sich nur Zweierbobs schlängeln, sodass die deutschen Mannschaften hier keine Gelegenheit haben, vor ausländischen Rennen im Vierer zu trainieren. 1971 wurde keine deutsche Viererbobmeisterschaft ausgetragen. Die deutschen Fahrer müssen ihre erste Bewährungsprobe im Zweier bestehen.
Die Schweizer üben sich jeden Tag vor den Läufen fleißig im Konditionstraining. Die Deutschen dagegen konzentrieren sich ausschließlich auf den Rennbetrieb. Bei den Schweizern fehlt René Stadler, der, wie andere Schweizer auch, aus finanziellen Gründen auf ein ausländisches Rennen pro Saison verzichtet. Start zur Europameisterschaft 1971 im Zweierbob. Wolfgang Zimmerer und Peter Utzschneider starten als Deutschland 3 und werden Gesamtdritte. Vor ihnen klassiert sich überraschend die Schweiz 2 mit Hans Kandrian und Bremser Erich Scherer aus dem Stadler 4er. Ihrer Favoritenrolle gerecht werden die deutschen Weltmeister des Vorjahres, der Oberkellner Pepi Bader, 30-jährig als Bremser, und der Gastwirt Horst Floth, 37-jährig, beide vom SC Rissersee. Today, 'cause beef was last week. Soul full of bursting at the seams. Soon you'll start to nod off happy dreams. Wake up, the tea and butter scones. Such a lot to work for. Europameister 1971 in 4 Läufen, Floth Bader. Zimmerer, Utzschneider, Vize-Weltmeister des Vorjahres, wurden Dritte. Diese Bahn hat vielleicht 2-3 Punkte, die recht diffizil sind, recht diffizil zum Fahren, recht gefährlich. Und wenn man da nicht ganz konzentriert fährt, dann kann es passieren, dass man Stürze in Kauf nehmen muss. Die Weltmeisterschaftsbahn von Cervinia ist 1540 Meter lang und weist eine Höhendifferenz von 139 Metern auf. Nach dem Start führt die Eisrinne in die überdeckte Kristallkurve, wo die Fahrgeschwindigkeit noch relativ gering ist. Das kleine Labyrinth mit seinen engen Kurven beschleunigt den Bob schon gegen 100 Stundenkilometer bis in die erste große Kurve, die Laillet. Die Geraden der Bobbahn dürfen nach Reglement nicht breiter sein als 1,40 Meter. Es folgt das große Labyrinth, Geschwindigkeit 120 Stundenkilometer. Die Kurven müssen so geplant sein, dass die Fliehkraft einen bestimmten Wert nicht überschreitet. Die Fahrer würden sonst bewusstlos werden. Die Kurven Azzurra und Bianca sind die beiden gefährlichsten Streckenabschnitte. Hier kam es im Training zu den meisten Unfällen. Zielkurve, Zielpassage und Auslauf zum Abbremsen des Bobs. Zum ersten Weltmeisterschaftslauf empfangen Schneegestöber und Nebel die Konkurrenten. Wetterverhältnisse dürfen keinen Abbruch eines Rennens herbeiführen. Trotzdem beschließt die Jury, die beiden ersten Läufe nicht auszutragen. Angegebener Grund, durch Stürze sei die Piste beschädigt worden. Wirklicher Grund, unter den gestürzten Mannschaften befinden sich die Italiener, denen als Favoriten eine Erholungspause eingeräumt wird. Die beiden deutschen Steuerleute, Zimmerer und Pitka, benutzen den ausgefallenen Renntag, um zusammen mit ihren Trainern die Bahn nochmals genau unter die Lupe zu nehmen. Bob ist mit der oberen Kufen, da liegst du vollkommen richtig. So bleibst du nicht mehr lang drin.
Du bleibst lang drin in der Kurve und bist links heraus und kannst sehr schön in die nächste Nähe stoßen. Ja. Und da musst du noch ein bisschen schauen, was das Gefühl ein bisschen im Hintern hast. Das Abschreiten der Bahn jeden Tag und vor jedem Rennen gehört zu den Gewohnheiten der Bobfahrer. Während die Deutschen ihr intensives Bahnstudium durchführen, vergnügen sich die Schweizer bei einem Ausflug auf dem 3500 Meter hohen Rosa-Plateau. Ich glaube, zum Steuern braucht es sicher ein wenig Talent. Es ist möglich, dass ein Bobfahrer, der jahrelang als Bremser tätig war, dass er vielleicht die Routine ebenfalls mitkriegt und dass er so das Steuern erlernen kann. Ja, größtenteils kann man schon erlernen, aber ich glaube schon, dass man von Hause aus ein bisschen Talent mitbringen muss, um zur Spitze zu kommen. Talent gehört dazu, um bei jeder Abfahrt die Ideallinie in den Kurven anzusteuern und auf den Geraden die Seitenwände möglichst wenig zu berühren. Wer die Ideallinie nicht findet, kann in gefährlichen Kurven leicht stürzen. Das Wort fürchten, das ist ziemlich populär unter den Bobfahrern im Zusammenhang mit Stürzen. Sicher ist das eine sehr unangenehme Sache und keiner freut sich auf sowas. Sind Sie selber schon gestürzt? Ja, schon verschiedene Male. Ja, ich bin selber auch schon gestürzt. Ich glaube, das ist jeder, der wo schon größere Rennen und länger fährt, ist schon gestürzt. Hier der englische Bob, eines der 37 in Cervinia gestürzten Fahrzeuge. Sein Steuermann, Prinz Michael von Kent, ist im Bob eingeklemmt und kann sich über mehrere hundert Meter nicht befreien. Er wird schwer verletzt. Über diese Kurve hinaus wurde der spanische Zweierbob geschleudert. Bremser Lopez flog 30 Meter durch die Luft und prallte gegen einen Baum. Er war sofort tot. Der Steuermann erlitt schwere Verletzungen. Es gibt verschiedene Regeln. Die einen sagen, man soll sich im Bob festhalten und den Kopf einziehen. Wiederum andere versuchen, den Bob zu verlassen. Ich rolle mich einfach zusammen, wenn es knallt, und glaube, dass dies mir sicher am ersten Schutz bietet. Ja, direkte Regel gibt es hier nicht. Es kommt immer darauf an, wie der Sturz verläuft. Aber man sollte halt versuchen, möglichst schnell aus dem Schlitten zu kommen, um unverletzt zu bleiben. Das stählerne Fahrgestell eines Bobs ist flexibel und erlaubt dem Vorder- und Hinterschlitten Bewegungen um die Längsachse. Länge des Bobs, Spurbreite sowie Kufengröße sind durch Reglement festgelegt. Hinten, quer unter dem Schlitten, sitzt ein gekerbter Stahlrechen, die Bremse, die vom hintersten Fahrer bedient wird, aber während des Rennens nur im Notfall zum Einsatz kommt, um die Geschwindigkeit nicht zu hemmen. Gesteuert wird der Bob mit zwei Seilen, die über einen Drehschemel auf das vordere Kufenpaar wirken. Die Seilsteuerung ist präziser und sicherer als die Radsteuerung. Das ist der berühmte italienische Bobkonstrukteur Sior Paes. Er baut pro Jahr rund 50 Schlitten, Zweier zu rund 7.000, Vierer zu 8.000 Mark. Sein Konkurrent Oscar D'Andrea, Steuermann von Italien 1, hier im Bild, fabriziert den Podar-Schlitten. Die beiden Konstrukteure beliefern sämtliche Spitzenmannschaften der Welt. Auf den ersten Bobs um die Jahrhundertwende saßen oder lagen meist 4, 5 oder mehr Personen, nicht selten auch Frauen, die sich aber 1920 von dieser Sportart zurückzogen. Früher bewegte sich die ganze Besatzung nach dem Start rhythmisch vor und zurück, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Das nannte man Bobben. Und daher stammt der Ausdruck Bob. Hier die drei berühmtesten Fahrer aller Zeiten. Eugenio Monti, italienischer Spitzenfahrer der 60er Jahre, betreut heute die italienischen Mannschaften. Fritz Feierabend, Schweiz, war in den 40er und 50er Jahren erfolgreichster Steuermann. Weltmeister Ander Ostler, Spitzenfahrer anfangs der 50er Jahre, ist heute engster Ratgeber der deutschen Teams.
Drei Länder haben bisher am meisten Weltmeisterschaftsmedaillen errungen. Und sie sind auch in Cervinia die Favoriten. Schweiz 1 mit Steuermann Jean Vicky fährt im ersten Lauf die schnellsten Zwischenzeiten. Doch verliert Vicky in der Curva Bianca bei einem leichten Kipper seinen Bremser und scheidet deshalb aus. Und Glück gehabt, oh, das ist schade, Sie haben es gesehen. Der Schlitten kippte für einen Moment, stellte sich wieder auf und Schenker fiel hinten vom Schlitten. Ach, das ist wirklich schade. Es sind seltsame Menschen, diese tollkühnen Fahrer. Sie setzen viel aufs Spiel, für eine Trophäe, eine Medaille. Sie sind Animatoren einer kostspieligen Sportart, die nicht Zehntausende von Zuschauern anzuziehen vermag, die kein überaus großes Echo findet, die weder mit Startgeldern noch Gewinnprämien lockt. Über die Fahrer ist nicht allzu viel bekannt. Sie kommen aus den verschiedensten Berufen, sie sind ehrgeizig, sie lieben die Geschwindigkeit und sie wollen sich der Gefahr aussetzen. Doch hauptsächlich haben sie ein Ziel und eine Hoffnung. Einmal den großen Sieg zu erringen, die Weltmeisterschaft oder die Olympischen Spiele zu gewinnen. Nach dem ersten von zwei Läufen ist noch nichts entschieden. Überraschend führt Deutschland 2 mit Steuermann Herbert Pitka vor den beiden favorisierten italienischen Mannschaften. Es folgen die Schweiz 2 und Deutschland 1, alle nur um Hundertstel Sekunden auseinander und alle noch mit Chancen, im zweiten Lauf Weltmeister zu werden. Die Bobs werden mit den Lastwagen vom Ziel zum Start hinaufgefahren. Wolfgang Zimmerer sieht dem zweiten Lauf zuversichtlich entgegen. Seine Kollegen sind nachdenklich gestimmt. Sturz und Sieg liegen allzu nah beieinander. Ja, es war für mich etwas überraschend, dass ich so gut die Zeit gefahren bin. Ich versuche, möglichst gleich zu fahren wie den ersten Lauf. Einzig, dass ich die Bianca-Kurve wahrscheinlich tiefer fahren werde. Herr Pitka, Sie sind an der Spitze. Wie werden Sie den zweiten Lauf fahren? Ja, ich hoffe, dass ich nochmal eine gute Zeit runterfahren kann. Aber wie gesagt, es gehört auch etwas Glück dazu. Das Glück bleibt Herbert Pitka und Deutschland 2 nicht treu. Die Mannschaft fährt im zweiten Lauf eine wesentlich schlechtere Zeit und scheidet aus der Spitze aus. Die deutschen Hoffnungen ruhen somit auf der Zimmerer-Mannschaft, Weltmeister 1969 und Vize-Weltmeister 1970. Der Ohlstädter Zimmerer fährt ein brillantes Rennen, schneidet die Kurven präzis und erreicht neue Tagesbestzeit. Deutschland 1 könnte Weltmeister sein. Doch noch ist das im ersten Lauf besser klassierte Italien 1 nicht gestartet. Die anderen Mannschaften vermögen nicht mehr in den Spitzenkampf der drei Favoriten einzugreifen. Italien 1 mit Poda-Konstrukteur D'Andrea am Steuer fährt eine noch bessere Zeit als Deutschland 1 und wähnt sich bereits als Weltmeister. Doch die Freude der Italiener ist verfrüht. Oben am Start konzentriert sich der kleine Schweizer René Stadler auf seinen entscheidenden Lauf. Go! Die vier Schweizer fahren ihr schnellstes Rennen, stellen Tagesbestzeit auf, schlagen den vermeintlichen Weltmeister Italien um 1/12 Sekunden und werden überraschend Weltmeister 1971. Hey.
Well, all I can ask, Randy, is that why didn't you break the record? You were within 2/100ths. You know why. It was third labyrinth, wasn't it? Yeah, I think so. It was the third labyrinth. It was a fantastic drive, Rene, and you well deserve this championship. Thank you very much. No, no, jamais, jamais. J'ai jamais pensé que je peux gagner cette course. Stadler, haben Sie diesen Sieg erwartet? Nein, dies ganz sicher nicht. Wie ist dieser letzte Lauf gegangen? Verhältnismäßig gut, das heißt, im oberen Teil fühlte ich mich recht sicher. Im dritten Labyrinth allerdings war es sehr kritisch. Ich kam nur noch auf zwei Kufen, kam ich aus der Kurve und hatte recht viel Glück, dass ich das noch durchstehen konnte. Ja, ich bin zufrieden und ich freue mich, dass René Stadler gewonnen hat. Das ist wirklich eine sehr sympathische Mannschaft und wir haben ihnen den Sieg von Herzen gegönnt. Eine ereignisreiche Weltmeisterschaft ist zu Ende. Ein strahlender Sieger, enttäuschte Verlierer, und 37 gestürzte Mannschaften stehen in der Bilanz von Cervinia. Doch weitere Rennen werden folgen. Die Olympischen Spiele sind nächstes Ziel. Neue Duelle in der Eisbahn werden die weitere Bobgeschichte schreiben. Solange es Eis und Schnee geben wird, verkündet der Weltmeisterschaftssprecher zuversichtlich, solange werden kühne Männer in die engen Schlitten steigen und um Pokal und Medaille durch die gefährliche Eisrinne hinuntersausen.